Sticht Leverkusen den FC Bayern in dem Werben, weil ein Torwarttalent aus? Sowohl Leverkusen denn selbst der FC Bayern zu tun sein sich bald in dem Treffer neu aufstellen, wird eben diese Werkself dem Rekordmeister einen gerade durch eben diese Ausgleich machen? Leverkusen, Lukas Hradecký und Manuel Neuer befinden sich in dem Herbst ihrer Karrieren und platzieren Bayer Leverkusen respektive den FC Bayern vor große Aufgaben. Leverkusen und FC Bayern könnten sich ein Torwartwaffengang liefern. Die beiden deutschen Spitzenvereine sind gefordert, in mittelfristiger Zukunft eine Nachfolgelösung unter den Bole zu entwerfen. Der FC Bayern hat mit Alexander Nübel und Daniel Peretz zwei Alternativen in der Hinterhand. Dennoch wird der deutsche Rekordmeister mit dem mutmaßlich größten deutschen Torwarttalent in Umgang gebracht. Die Vortrag ist von Jonas Urpich, der hinter den Leihstationen Jahn Regensburg und Greuther Fürth in dieser Saison den Durchbruch bei dem 1. FC Köln gemeistert hat. Der 21-Jährige gilt in potenzieller zukünftiger deutscher Nationaltorhüter, in dem gegeben Nübel, Oliver Baumann und Kevin Trapp darum kämpfen, eben diese Gasse zu schließen, eben die sie Marc-André Ter Stegen mit seiner schweren Knieverletzung hinterlässt. Folgt Urpich in Leverkusen auf Hradecký? Urpichs Talent bleibt den Verantwortlichen in Leverkusen klarerweise nicht verborgen, und hinter Florian Wirtz könnte eben diese Werkself den Geißböcken ein weiteres Talent wegschnappen. Wie Körpererziehung Ebenbild berichtet, komme Urpich für eben diese Hradecký-Sukzession unterm Bayerkreuz in Frage. Hinter dem 34-jährigen Finnen sitzt wohl Matej Kovář auf der Bank. Der 24-Jährige gilt dem Dokumentation zufolge jedoch den Abschiedskandidat hinter dieser Saison. Cheftrainer Xabi Alonso habe in dem Sommer einen offenen missgünstiges Verhalten ausgerufen, den Kovar preisgegeben habe, und der 24-Jährige plane keine dritte Saison den Backup. Ob Hradecký seinen so lange bis 2026 gültigen Kontrakt ausdehnen wird, sei derweil offen. Leverkusen sondiere perspektivisch den Absatz Gebiet und befasse sich sehr intensiv mit Urpich, der von seiner Seite aus so lange bis 2026 an eben diese Geißböcke untergeordnet ist. Hat Leverkusen zwischen Urpich bessere Karten denn der FC Bayern? Da Köln einen ablösefreien Übertragung vermeiden wolle und Urpichs Carry Replan in dem Sommer 2025 den Verbindungsstelle in eben diese Bundesliga vorsehe, auf geografischer Fläche handelt es sich weil einen kleinen Hosenschritt zum deutschen Spitzenclub, der in gleichen Abständen in den internationalen Wettbewerben verkörpern ist. Erscheint ein Wandlung hinter Leverkusen sinnhaft. Außerdem ist der Komprimierung zwischen der Werkself stark minder denn bei dem FC Bayern. Wie oben eben diese Ablöseforderung für Urpich ausfallen wird, ist abzuwarten. Körpererziehung Ebenbild spekuliert weiterführend einen Absolutwert in elevatem Winkel von Durchfiltern solange bis 8 Millionen Euro. Ob für Leverkusen aufgrund der Rivalität und des damaligen Wirtsschnäppchens eine höhere Betrag zahlbar würde, ist spekulativ. Auch ist unklar, inwiefern der amtierende Vorarbeiter wahrhaftig mit einer Zusage von Urpich liebäugeln wird. Mit Stefan Ortega, Manchester City, nennt Körpererziehung Ebenbild eine erfahrene Alternative. Eben diese schlimmstenfalls Dito in Frage komme.